Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren, nach zwei Reden der Opposition muss ich sagen, dass ich mir ernsthaft schwer tue, mich überhaupt in die Gedankenwelt zu versetzen, die Sie hier offenbaren. Die Frau Blum spricht von Wahlgeschenken. Also was sie sich erwartet hätte jetzt in der Phase, letzte Haushaltsdebatte vor Wahlen, Wahlgeschenke. Das kann Ihnen nicht genug sein. Ich sage Ihnen, ich bin zufrieden mit der schwarzen Null, habe aber, was unseren Haushalt insgesamt angeht, ernsthafte Sorgen. Die Aufwüchse überall, die Wettbewerbe zwischen den Häusern, immer noch mehr Geld auszugeben. Es werden Zeiten kommen, da werden wir über andere Themen diskutieren müssen, nämlich über die Frage, wie wir wieder Geld sparen an der Stelle. Und ich glaube, wir machen es uns da momentan schwer. Und wenn ich dann eine Opposition höre, die sagt, man müsste noch sehr viel mehr Geld ausgeben, dann glaube ich, sind Sie auf einem komplett falschen Pfad an der Stelle. Die Grünen haben ein anderes Primat, nämlich das Thema, wir stellen den Klimaschutz über alles, koste es, was es wolle. Und ich sage Ihnen, Herr Kindler, es gibt nichts Wichtigeres, gerade in der Klimaschutzpolitik, als das Thema Anspruch und Augenmaß in ein sinnvolles Verhältnis zu setzen. Schauen Sie mal, ich erkläre es Ihnen. Ich mache mir momentan ab und zu den Spaß, dass ich, wenn ich vor Schülern beispielsweise spreche, dass ich sie frage, was glaubt ihr denn, wenn Deutschland von heute auf morgen null CO2 produzieren würde? Wie lange würde es dauern, bis der Zuwachs in China dieses Thema ausgleicht, der Zuwachs in China? Da kriegen Sie ganz unterschiedliche Zahlen. Das liegt dann immer im Regelfall so zwischen 10 und 100 Jahren. Die realistische Zahl, dass das zwischen einem und eineinhalb Jahren liegt, die kommt ganz selten. Und das liegt daran, ich sage Ihnen gleich, was das heißt, das liegt daran, dass wir so tun, als ob Klimaschutz national zu bewältigen wäre. Die Thematik ist doch eine ganz andere. Wir müssen bei diesen ganzen Überlegungen davon ausgehen, dass der deutsche Klimaschutz nur einen Sinn macht, meine Damen und Herren, wenn uns andere folgen, wenn uns andere das nachmachen. Und eine Deindustrialisierungsstrategie, so wie es die Grünen insbesondere vorschlagen, wird uns niemand auf dieser Welt nachmachen. Dann haben Sie zu meiner großen Freude, diese ausgeprägte Schnapsidee, ich sage es so drastisch, angesprochen, dass wir als Politik den Menschen Vorgaben geben sollen, dass sie nur noch die Hälfte Fleisch essen. Meine Damen und Herren, das ist ein deutsches Thema. Das mag unter gesundheitspolitischen Erwägungen durchaus ein richtiger Ansatz sein. Ja? Aber umweltpolitisch Schwachsinn an der Stelle. Denn die Welt hat ein anderes Problem. Die in den Schwellen- und Entwicklungsländern, die momentan einen Beitrag dafür leisten, dass wir das Klimaproblem aufgrund des Bevölkerungswachstums noch sehr viel stärker bekommen werden, die haben eine ganz Kollege andere Problemlage. Ehe Sie so ganz weiter in Fazit reden, gestatten Schade. Sie Zwischenfragen. Schade, ja. Eine Zwischenfrage gern. Der Kollegin der Linken. Kollegin Nüßlein, ich habe Ihnen jetzt genau zugehört, Ihre Schimpfkörnonaden. Ist gut. Und ich möchte Sie fragen, wie beurteilen Sie denn dann Marrakesch? Sie waren ja nicht dabei, wir waren dort. Wir haben auch mit Klimazeugen gesprochen, denen steht das Wasser bis zum Hals. Wir wissen, dass 37 der betroffensten Staaten jetzt überlegen, aus der Kohle auszusteigen. Natürlich brauchen die Unterstützung. Und was Sie hier so erzählen, da schaffen wir die Klimaschutzziele bis 2020 nicht. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir bis 2050 95% des CO2-Ausstoßes reduzieren müssen, dann frage ich Sie, wie sollen wir das tun, wenn wir dem, was Sie da sagen, jetzt folgen? Und dann noch meine Frage, haben Sie vielleicht verfolgt, dass gerade China in Marrakesch gesagt hat, Sie werden jetzt Klimaschutzziele definieren und Sie werden in Richtung Kohleausstieg auch gehen, in Richtung CO2-Einsparung und Sie möchten mit Vorreiter sein? Danke, Frau Bülling-Schröter. Bitte schön, Herr. Frau Bulling-Schröter, ich habe, auch wenn Sie mich an der falschen Stelle unterbrochen haben, in keiner Weise gesagt, dass wir unsere Klimaziele nicht weiter verfolgen sollen. Ich
bin, was die Einschätzung von Marrakesch angeht, eng bei der Bundesumweltministerin, die deutlich gemacht hat, dass die Welt sehr wohl sieht, wie ambitioniert Deutschland diese Ziele verfolgen wird. Nur ich sage Ihnen, es kann nichts und es wird nichts helfen, wenn wir das nur für uns Deutsche allein machen, sondern wir müssen einen Beitrag dazu leisten, dass andere uns folgen. Und ich hätte, wenn Sie es abgewartet hätten, Ihnen noch präzise beschrieben, unter welchen Umständen das einen Sinn macht. Deindustrialisierung nur Deutschlands macht überhaupt keinen Sinn, weil das aus meiner Sicht sicher der falsche Ansatz ist. Und ich verstehe natürlich Ihre Ambition, uns anhängen zu wollen, dass wir uns von diesen Themen, von diesen Zielen verabschieden. Es ist nicht der Fall. Ich will nur eine Klimaschutzpolitik, die am Ende wirkt. Und das wird nur gehen, meine Damen und Herren, wenn dem Vorreiter auch andere etwas nachmachen, wenn die bereit sind, das zu tun. So, das ist ja mal ganz entscheidend. Und jetzt will ich noch mal zurückkommen auf dieses Thema, weil es da Herr Kindlich jetzt gar nicht angesprochen, weil ich es kindisch finde, ganz ehrlich, dieses Thema, wir sollen in Deutschland nur halb so viel Fleisch essen und die Politik soll das verordnen. Ich halte das für eine kindische Nummer, denn die Welt hat ein anderes Problem. Die in den Schwellenländern, in China oder in anderen, auch in Entwicklungsländern, die haben doch die Sorge, wie sie auf ihre Schüssel Reis ein bisschen Fleisch obendrauf bekommen. Um das geht es doch, meine Damen und Herren, wie man die ernähren können in Zukunft und trotzdem das Klima schützen. Das ist doch etwas, wo wir unser Gehirnschmalz drauf verwenden sollten, statt hier in Deutschland die Bürgerinnen und Bürger mit irgendwelchen Schnapsideen zu gängeln. Und da sage ich Ihnen dann auch, wir haben, auch da ist von Ihnen doch sofort ein Diffamierungsversuch gestartet worden, als wir als Fraktion gesagt haben zum Klimaschutzplan, da gibt es viele Dinge, die muss man überdenken, die muss man überarbeiten. Wir haben doch nicht gesagt, wir wollen das nicht, sondern wir haben uns die Mühe gemacht, auf 57 Seiten Punkt für Punkt zu beschreiben, was wir denn anders und was wir besser machen wollen. Und da kann es doch nicht, ist doch unglaublich, dass wir beispielsweise einseitig, so geben Sie es ja auch hier wieder vor, beim Thema Mobilität sagen, nur Elektromobilität ist die Zukunft. Als ob wir als Politik das entscheiden könnten. Da gibt es eine ganze Menge andere Themen, Leichtbauweise, Biokraftstoffe der nächsten Generation, eine ganze Menge an Ansätzen, wie man da etwas bewegen kann. Und Sie geben einseitig vor, wo die Reise hingeht, weil es die Grünen natürlich wie immer schon im Voraus wissen. Das glaube ich Ihnen nicht, ganz einfach. Wir haben gesagt, lass uns das innovationsorientiert, technologiebasiert machen. Lieber Markt und Anreiz statt Zwang und Gängelung. Ich weiß, dass Ihnen das nicht in den Kram passt, weil das sich nicht mit Ihrer Politik deckt. Das ist der Punkt. Aber ich glaube, dass wir am Ende einen Klimaschutzplan jetzt vorliegen haben. Den macht sich die Fraktion nicht Punkt für Komma zu eigen. Aber es ist ein Klimaschutzprogramm, das sehr deutlich zeigt, dass man das Klimaschutz auch eben mit mehr Offenheit und mit mehr Bürgerbeteiligung am Schluss tatsächlich machen kann. So, Kohle, weil Sie das ansprechen, da geht es doch nicht nur einfach darum, einen Ausstiegspunkt festzulegen, sondern es geht um einen Strukturwandel. Und genau das haben wir formuliert, wie dieser Strukturwandel stattzufinden hat und wie das am Ende laufen soll und nicht eben nur einfach wieder eine neue Wende nach der x-ten Wende, sondern ganz intelligent sich überlegen, wie man diesen Strukturwandel tatsächlich voranbringen kann. Ich glaube, dass das wichtig ist, denn, meine Damen und Herren, die Zeche für die Strukturbrüche, die Sie gern hätten, die zahlen die Bürgerinnen und Bürger in dem Land. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das am Ende dann tatsächlich gut gehen würde. Und ich will Ihnen auch noch mal deutlich ins Stammbuch schreiben, dass jeder Renationalisierungsansatz im Zusammenhang mit dem Klimawandel in die Irre führt. Ich halte das für falsch, gerade weil Sie auch die Veränderungen in den USA angesprochen haben, muss uns doch klar sein, meine Damen und Herren, dass bei dem Thema Klimawandel, bei dem Thema Klimaschutz nur ein gemeinsamer europäischer Anspruch und gemeinsames europäisches Vorgehen am Schluss zum Ziel führen werden. Schauen Sie, und so kann ich das natürlich durchdeklinieren, das Zusammenlegen von NF und EE-Wärmegesetz gleichzeitig mit Baukostenbegrenzung wird natürlich schwierig. Ich sage nicht, dass es nicht machbar ist, aber der Weg, den Sie beschreiben, dass man sagt,
Klimaschutz geht über alles, kostet es, was es wolle. Wirtschaftlichkeit spielt keine Rolle. Und immer dann, wenn es unwirtschaftlich wird, soll der Staat durch Zuschüsse ausgleichen. Damit ist doch jedes Wirtschaftlichkeitsgebot am Schluss ad absurdum geführt. Das hat mit Wirtschaftlichkeit nichts mehr zu tun, wenn der Staat das alles ausgleicht. Ich halte diesen Ansatz für falsch. Ich habe einiges gehört zum Thema sozialer Wohnungsbau. Insbesondere das Thema, das man von den Linken nicht anders erwarten kann. Der Staat wird es am Schluss schon richten. Da haben wir doch ein typisches Beispiel dafür, dass es der Staat am Ende nicht richtet. Wir haben diese Gelder jetzt aufgestockt auf immerhin staatlich 1,5 Milliarden. Ich bin ja gespannt, ob es der Staat jetzt am Schluss machen wird. Bisher war die Erfahrung, dass die Länder das nicht getan haben und dass sie nicht der Lösung aller Probleme sind. Und deshalb sagen wir natürlich als Union auch, wir müssen daneben selbstverständlich auf private Initiativen setzen. Ich sage Ihnen auch ganz offen, ich hätte mir die steuerliche Wohnraumförderung sehr gewünscht, sage ich ganz offen. Wenigstens im Kleinen, nämlich dass wir von 2% Abschreibung auf 3% gegangen wären, weil das immerhin das ist, meine Damen und Herren, was dem tatsächlichen Wertverschleiß von Immobilien, die halt technischer sind als früher, tatsächlich entspricht. Da spricht doch nichts dagegen, dass man denen, die investieren sollen, sagt, wenigstens die Kosten, die ihr tatsächlich habt, wenigstens die dürft ihr steuerlich am Schluss geltend machen. Dagegen hätte aus meiner Sicht nichts gesprochen. Ich sage Ihnen auch ganz offen, ich war von dem großen Steuerprogramm nicht immer nur begeistert, weil wir wieder eng beschränkt hätten das Thema auf eine Gebietskulisse, auf die Metropolen, da wo es eh schon lichterloh brennt, noch ein bisschen Öl reingießen und sagen, da machen wir noch eine Sonderabschreibung, damit es noch stärker brennt. Da bin ich nicht überzeugt. Ich freue mich darüber, dass die Bundesbauministerin das Thema Baukindergeld der Union faktisch aufgegriffen hat, dass sie dazu einen Vorschlag macht. Das halte ich für einen absolut richtigen, einen wegweisenden Weg an der Stelle, das wir machen sollen. Aber auch da gilt wieder, meine Damen und Herren, nicht nur in einer engen Gebietskulisse, nicht nur in der Metropole, nicht nur im Speckgürtel um München, wo die jungen Familien am Schluss sowieso keine Chance haben, geltlich etwas zu tun. Wir haben eine ganze Menge prosperierender ländlicher Räume, da gehören auch mittlere Städte dazu, wo junge Familien immer noch eine Chance haben, tatsächlich zu bauen, wenn man ihnen, meine Damen und Herren, die Chance und das heißt einen Teil des Eigenkapitals dazu gibt. Das wäre ein guter Ansatz. Ich glaube, es macht Sinn, dem aus meiner Sicht noch mal ganz stark nachzugehen. Das wäre sinnvoller, darüber zu diskutieren, als mit falschen Zahlen, Frau Blum, bei der Förderung von altersgerechten Wohnen zu operieren. 75 Millionen, nicht 29, wie Sie gesagt haben. Halte ich für falsch. Lassen Sie uns darüber diskutieren, wie wir das Thema voranbringen können. Und das kriegen wir nur hin, wenn Staat und Private das gemeinsam machen. Wir wollen das. Im Übrigen, jedes Eigenheim sorgt dafür, dass eine Mietwohnung frei wird. Das sollten diejenigen, die da immer auf einer anderen Part sind, auch mal bedenken. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Und für die Bundesregierung hat jetzt Bundesministerin Barbara Hendricks das Wort.